Der Herbst ist eine wunderschöne Jahreszeit. Die Bäume verfärben sich in sämtlichen Farben. Jedes Blatt verfärbt sich irgendwie anders. Und das ist so ein bisschen, das haben die Blätter vielleicht mit den Menschen gemein. Jede Person oder jedes Blatt ist so ein eigener Individualist. Beim Autokauf geht man natürlich auch ganz klar seinem eigenen Geschmack nach. Beim Autokauf aber in erster Linie ist meist das Design ausschlaggebend, ob man das Fahrzeug kauft oder nicht. Rational wird selten ein Auto gekauft. Oder wie steht's mit euch? Schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, nach welchen Kriterien ihr euer Fahrzeug aussucht. Aber heute geht es eben um so einen Individualisten, den Citroën C5X. Eine Mischung aus Limousine, Kombi, Crossover-Modell und natürlich einem großen Versprechen, eine große Limousine mit viel Komfort für die typischen Citroën-Käufer, die jetzt wahrscheinlich schon vor Freude schreiend vor den Bildschirmen sitzen und eben wissen, was dieses Fahrzeug können soll, vor allem auch. Für die, die es noch nicht wissen, damit nehme ich euch heute auf Verbrauchsrunde. Wir werden den C5X genauer unter die Lupe nehmen. Wir haben hier einen Plug-in-Hybriden. Natürlich wollen wir auch wissen, wie lange kann der Plug-in-Hybrid elektrisch fahren. Was verbraucht er mit vollgeladenem Akku und was verbraucht er mit leerem Akku? Und dazu fahren wir unsere Verbrauchsrunde immer gleich ab. 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140 und 10% Stadtverkehranteil. Am Ende wird dann abgerechnet, was haben wir mit vollem Akku verbraucht und mit leerem Akku. Dann wollen wir natürlich herausfinden, wie effizient ist diese gut 1,8 Tonnen schwere Limousine. Wie fährt sie sich denn? Wie ist das Fahrwerk? Wie sind die Platzverhältnisse? Was fällt mir persönlich auf? Was kostet der Wagen? All das werde ich mit und für euch heute in diesem Video klären. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mein Fahrgast seid, mit mir fahrt und am Ende des Videos auch über den C5X diskutiert. Wenn euch das Ganze gefällt, vergesst bitte nicht den Daumen nach oben, ein Abo des Kanals und eben euren Kommentar unten in der Kommentarbox. Und dann würde ich sagen, wir steigen ein und gehen auf Reise mit dem luxuriösen französischen Citroën C5X. Citroën-Modelle waren stets etwas für Individualisten. Das hat man auch jetzt wieder erkannt. Man möchte hier im Stellantis-Konzern, diesem Großkonzern, wirklich designtechnisch herausstechen und vor allem auch nicht nur die Einstiegsmarke sein, also auch eher das untere Preissegment abdecken, sondern man möchte insbesondere ein besonders komfortables Reiseerlebnis oder Fahrerlebnis dem Kunden bieten, wie es sonst kaum eine andere Marke in diesem Großkonzern kann. Beim C5X geht man auch hier, folgt man dieser Designlinie, die erst kürzlich eingeführt wurde, mit diesen Y-ähnlichen Chromleisten, die sich über den Scheinwerfern aufspalten und vor allem jede Linie verbindet die andere auf der gegenüberliegenden Seite kontinuierlich über das Markenlogo hinweg. Das ist eine sehr schöne und vor allem auch eine Designlinie, die das ganze Fahrzeug optisch merklich in die Breite zieht. Wir haben hier zweigeteilte Scheinwerfer, oben das LED-Tagfahrlicht, unten den Hauptscheinwerfer, auch in LED-Technik ausgeführt, leider aber kein Matrix- bzw. adaptives LED-Licht hier erhältlich für den C5X. An der Seitenlinie dann zeigt das Fahrzeug ebenfalls einen sehr eigenständigen Charakter. Das ist eine gute Mischung wirklich aus Offroad durch die
unlackierten Kunststoffteile um die Rathäuser und den Schweller. Das Fahrzeug wirkt optisch nach oben verlagert. Dann eine eher kleinere Dachlinie oder eine eher flache Dachlinie mit lediglich einer Höhe von 1,79 Meter ist das Fahrzeug auch nicht wirklich hoch. Dann auch eher fast schon so eine leicht nach hinten abfallende Dachlinie, Coupé ähnlich. Und dann eher mit so einem Fließheckabschluss mit riesiger Heckklappe und am Heck auch wieder unlackierter Stoßfängerunterteil, was wieder den SUV-Charakter nochmal verdeutlichen soll. Wir haben zusätzlich für den sportlichen Charakter auch hier nicht nur einen Dachkantenspoiler, sondern auch echt einen richtig schönen Größenheckspoiler hier aufgesetzt, sodass das Fahrzeug so ein bisschen wie so ein Panamera daherkommt, wie ich persönlich finde. Zudem auch hier am Heck wieder dieses Aufgreifen der Designlinie mit den Y-formähnlichen Rückleuchten, die sich sogar weit hinten in den Kotflügel oder in diese Heckpartie hier hineinziehen. Das Fahrzeug ist mit einer Außenlänge von 4,81 Meter auch wirklich lang, hat auch einen großen Radstand und ist auch mit den Außenspiegeln sehr breit mit 2,06 Meter. Also das sind schon sehr stattliche Abmessungen, die das Fahrzeug hier hat und fast Richtung Oberklasse hier abdriften lässt aus der normalen Mittelklasse. Öffnen wir die elektrische Heckklappe, gibt der C5X Plug-in-Hybrid einen gut zu beladenden Kofferraumpreis. Der Stauraum hier liegt mit 485 Liter auf gutem Durchschnitt. Der ist leicht erhöht vom Boden gegenüber dem normalen PureTech 130, also dem Verbrenner, der noch angeboten wird. Denn man hat hier die Antriebstechnik, vor allem auch die Batterie hier im Kofferraumboden bzw. zwischen Kofferraum und Sitzbank hinten untergebracht. Der 12,4 Kilowattstunden fassende Antriebsakku musste ja auch etwas Platz finden. Bisschen schade finde ich diese glatten Schienen, die man da drauf gelegt hat, oder diese Leisten, das sind ja keine Schienen. Mit denen kann man nicht wirklich was anfangen. Ja, Gepäck lässt sich schön nach hinten schieben. Man zerkratzt damit eigentlich auch nicht den Teppich oder diesen Filzteppich, aber wirklich praktikabel ist es nicht, zumal die Ladung dann auch ungesichert gerne hier hin und her rutscht. Die Rücksitzlehne lässt sich im Verhältnis 2/3, 1/3 umlegen. Wir haben auch eine Durchreiche in der Mittelarmlehne. Wenn man das Ganze umlegt, ergibt sich auch eine kleine Stufe und auch eine leicht ansteigende Ladefläche, die wir hier nutzen können. Aber das Fahrzeug eignet sich durch die große Heckklappe und den guten durch die gute Zulademöglichkeit dadurch auch als fast schon Kombi-Ersatz. Das muss man mal positiv hervorheben, wie ich finde. Auf der Rücksitzbank dann kommt ein echtes Highlight zum Tragen. Natürlich durch den langen Radstand, den wir hier haben, haben wir auch fürstliche Platzverhältnisse. Also als Erwachsener mit 1,78 Meter, wie so groß wie ich bin, sitze ich hinter meinem imaginären Ich richtig entspannt auf einer sehr komfortablen, aber wenig Seitenhalt bietenden Rückbank. Die Nappa-Lederausstattung macht das Ganze auch dann nochmal edel. Wir haben auch zusätzlich zwei USB-C-Anschlüsse hier. Wir haben Luftausströmer. Allerdings schade, leider keine Sitzheizung für die Fondpassagiere und auch keine Sonnenschutzrollos hier an den Heckfenstern. Das würde ich mir gerade als Familienvater natürlich wünschen. Die Türausschnitte sind sehr schön groß. Somit kann man auch Kindersitze sehr gut in den Fond hineinbekommen und auch die Kinder wunderbar in die Kindersitze hineinsetzen. In der ersten Reihe dann kommt das Komfortversprechen der Marke Citroën perfekt zum Tragen. Wir haben sehr komfortable Sitze, die sind auch nochmal extra aufgepolstert worden. Hier, man geht hier auch nicht den Weg der AGR-Sitze, nein, das sind eher weiche Sitze, die mit Massagefunktion nochmal ausgestattet wurden, aber interessanterweise die Massagefunktion ist nicht so intensiv wie etwa im Peugeot 308. Da merkt man dann nochmal dieses zusätzlich aufgeschäumte Material der Sitze hier, dämpft dann so ein bisschen die Massageintensität. Ist ein bisschen schade. Seitenhalt bieten sie eher im oberen Bereich des Rückens zwar schon, aber im Bereich der Schenkelauflage ist das Ganze dann eher rutschig. Aber das Fahrzeug möchte ja auch kein Sportler sein, sondern eben ein komfortabler Gleiter. Der Blick über den Instrumententräger dann
gibt auch keine Rätsel auf. Hier freut mich persönlich, dass Citroën vor allem auch weiterhin ein Klimabedienteil hat mit physischen Reglern, auch physische Tasten zum Beispiel für die Sitzheizung parat hat. Und der große Bildschirm, der hier oben sehr dominant thront, lässt sich auch schön bedienen, lässt sich sogar individuell gestalten von den einzelnen Kacheln hier. Der Fahrer hat die Möglichkeit, Informationen entweder über ein großes Head-Up-Display sich in die Windschutzscheibe projizieren zu lassen, was ich sehr gut finde, oder aber ein kleines voll digitales Kombi-Instrument zu nutzen, welches ebenfalls fast schon die ähnliche Anzeigevielfalt wie das Head-Up-Display bietet. Da sind nur kleine Zusatzmöglichkeiten noch wie die Power-Anzeige oder aber der Tankfüllstand bzw. die Drehzahl des Motors, wenn er denn einmal läuft, angegeben. Die Haptik hier im Fahrzeug ist insgesamt sehr gut. Wir haben zwar etwas härtere Kunststoffe im oberen Bereich der Armaturentafel, haben dann aber weiches Nappa-Leder, schönes Stitching und auch interessant sehr schöne Zierleisten, die hier drinnen, sie sind sogar auch leicht gemasert. Das fühlt sich alles sehr gut an und wirkt auch wirklich sauber und gut verarbeitet. Nicht so schön allerdings in der Mittelkonsole hier das ganze hochglanzschwarze Kunststoff, das eben schnell leider verkratzt. Die Mittelkonsole beherbergt zusätzlich ein großes Ablagefach vorne mit induktiver Ladeschale für das Smartphone, sowie einen USB-C-Anschluss und eine 12-Volt-Buchse, zwei Getränkehalter, der Fahrwählschalter, Fahrstufenschalter, der Drive-Mode-Schalter, bei dem wir vier Programme beim Plug-in-Hybrid abrufen können. Wir können elektrisch abrufen, das ist immer der Standardmodus, mit dem er losfährt. Dann haben wir einen Komfortmodus und den gibt es nur für den C5X Plug-in-Hybrid, denn der ist auch der einzige, der ein adaptives Fahrwerk besitzt. Der Verbrenner, der PureTech 130, hat ein normales Fahrwerk, das nicht adaptiv geregelt ist. Für den entfällt dann diese Fahrmodusstufe. Für den gibt es dann lediglich den Modus Hybrid und Sport, wie auch hier im PHEV. Kommen wir zum Herzstück des Citroën C5X, nämlich dem Antrieb. Und hier haben wir, wie schon erwähnt, einen Plug-in-Hybriden. Unter der Haube sitzt ein 1,6 Liter großer Vierzylinder-Turbobenziner mit einer Leistung von 132 kW bzw. 180 PS und 250 Newtonmeter Drehmoment. Der wird unterstützt von einem Elektromotor mit 81 kW, 110 PS und 320 Newtonmeter Drehmoment. Und somit ergibt sich dann eine Systemleistung in der Spitze von 165 kW bzw. 224 PS und 360 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Das reicht, um den rund 1,8 Tonnen schweren C5X Plug-in-Hybrid in 7,9 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 zu beschleunigen. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit mit Verbrennungskraft liegt dann bei 233 Stundenkilometer. Wenn nur der Elektromotor am Werke ist, dann sind es 135 km/h. Das Fahrzeug harmoniert auch sehr, sehr schön und die Antriebe harmonieren sehr schön hier im C5X. Der Übergang ist fließend, selten, dass es mal zu einem Rucken kommt. Das merkt man eher nur dann wirklich im E-Safe-Modus, wenn man die Batterie über den Verbrenner laden lässt, dann versucht er allzu oft immer natürlich den Motor abzuschalten. Wenn man dann aber schnell mal irgendwo anfahren möchte, dann wird das Ganze ein bisschen ruckelig. Aber in meinen Augen sollte man diesen Charge-Modus ja oder diesen E-Safe-Modus grundsätzlich gar nicht benutzen, weil man wird ihn auch gar nicht benötigen. Der Motor arbeitet sehr akustisch zurückhaltend, ist toll gedämmt, hat also hier eine schöne Zurückhaltung, bietet also auch hier den Komfortgedanken durch diese akustische Zurückmeldung sehr, sehr gut. Natürlich wichtig auch hier, was haben wir denn als E-Antrieb zur Verfügung? Citroën gibt an, dass das Fahrzeug über 60 Kilometer elektrische Reichweite bietet. Wir haben eine 12,4 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie hier verbaut, die optional über einen 7,4 kW Onboard-Charger aufgeladen werden kann an einer Wallbox oder an einer Ladesäule. Man muss aber auch gleich hier sagen, dass
die 7,4 kW hier in Deutschland einfach nicht abgerufen werden können. Maximal werden hier ungefähr 4,4 kW an einer 11 bzw. 22 kW Wallbox abgegriffen, sodass die Antriebsbatterie in ungefähr 2 Stunden 45 etwa wieder komplett aufgeladen ist. Wie hoch dann die elektrische Reichweite allerdings in der Praxis ist, das werden wir natürlich am Ende des Videos hier erfahren. Was ihr jetzt schon erfahrt, ist natürlich das Thema Fahrverhalten des Citroën C5X. Und hier verspricht uns Citroën ja einen besonderen Fahrkomfort. Und alle Achtung, liebe Franzosen, das habt ihr richtig gut geschafft. Also da muss ich meinen Hut imaginär hier mal ziehen, denn der C5X ist wirklich schön konsequent auf diesen Komfortgedanken ausgelegt. Zum einen, wie gesagt, er umsorgt einen mit sehr weichen, bequemen Sitzen mit Massagefunktion. Dann haben wir hier eine Akustik-Doppelverglasung drinnen, die Windgeräusche und Antriebsgeräusche wunderbar herausfiltert und zurückhält, sodass man hier drinnen kaum etwas von der Außenwelt wirklich mitbekommt, wenn man es denn nicht möchte. Und der Motor ist angenehm gekapselt. Das elektrische Fahren sorgt zusätzlich hier nochmal für Entspannung und Ruhe im Innenraum. Und das Fahrwerk ist adaptiv hier ausgeführt beim Plug-in-Hybrid, wie schon erwähnt. Und das hat immer so ein leichtes Nachschwingen. Das muss man mögen. Das ist ganz klar. Ich weiß, viele mögen es nicht. Ich finde, es passt hier sehr gut. Ich wäre allerdings auch vorsichtig bei meiner Familie mit den kleinen Kindern vor allem, ob die hier nicht eventuell so ein bisschen seekrank werden, wenn das Ganze zu sehr schwingt. Wer das nicht möchte, der kann natürlich das Fahrwerk hier über den Drive-Mode-Schalter entweder auf Hybrid stellen, da wird das Ganze schon etwas straffer, bietet aber noch sehr viel Federung, das Komfort und auch leichtes Nachschwingen, oder er stellt es auf Sport, dann bleibt der Wagen wirklich sehr straff. Man hört aber auch dann eben, Bodenunebenheiten werden doch durchaus direkter durchgereicht. Die Lenkung hingegen bleibt weiterhin eher gefühlslos, sehr leichtgängig, und auch hier sieht man eben, das Fahrzeug hat keine Ambitionen, sportlich oder dynamisch bewegt werden zu wollen, sondern lediglich hier easy und weich, komfortabel, sanft eben den Fahrer hier zu unterstützen, den Lenkbefehl umzusetzen. Und wenn uns das Auto jetzt schon so umsorgt, dann passen natürlich auch die Assistenzsysteme dazu. Citroën bietet hier teilautonomes Fahren Level 2 Plus an. Das Fahrzeug kann also selbstständig die Spur halten, kann auch den Abstand selbstständig halten und unterstützt hier zusätzlich auch bei Notbremsung oder bei Querverkehr. Also hier hat man ebenfalls einen zusätzlichen Komfortgewinn, denn gerade wenn man so auf der Landstraße, Autobahn unterwegs ist, man drückt hier eben die Assist-Taste und schon wird die Geschwindigkeit übernommen. Man braucht nur noch OK drücken, wenn das jeweilige Geschwindigkeitslimit angezeigt würde. Schon passt auch der C5X die Geschwindigkeit dem Tempolimit an und man kann eben wunderbar teilautonom hier gemütlich über die Lande schippern und sich vielleicht sogar einem schönen Musikstück hingeben oder halt einfach einer gepflegten Unterhaltung mit der netten Beifahrerin, wenn sie denn an Bord ist. Oui, c'est très bien, Citroën. So könnte man es eigentlich kurz zusammenfassen. Sehr, sehr gut gemacht, liebe Citroën-Leute. Ihr habt es geschafft, hier einfach eure echten Markenwerte in diesem Fahrzeug perfekt zu vereinen. Das Fahrzeug, insbesondere als Plug-in-Hybrid mit dem adaptiven Fahrwerk, ist eine absolute Sänfte auf der Straße. Sanft wiegt er einen wie Mama im Schoß und hat auch richtig viel Platz im Fond. Der Kofferraum ist angenehm großzügig bemessen, beim Plug-in-Hybrid ein bisschen kleiner als beim reinen Verbrenner, dafür aber auch beim Styling sehr individualistisch. Auch dieses schöne
X hier, was wir hier haben, auf der einen Seite, was so zusammenfügt wie so ein X, finde ich sehr schön. Man hat auch hier immer noch diesen robusten SUV-Charakter gelassen. Das ist auch ein bisschen robuster, nicht immer gleich alles lackiert. Warum auch? Das Fahrzeug fällt im Straßenverkehr auf und ist einfach ein echter Individualist auf der Straße. Beim Preis, da sind sie sehr selbstbewusst, die Franzosen. 45.000 Euro, da geht es dann ungefähr los für den Plug-in-Hybrid. Bei dem Benziner, den Dreizylinder, der auch nicht zu verachten ist, der beginnt bei unter 40.000 Euro. Unser voll ausgestatteter Testwagen liegt bei 51.400 Euro. Der Antrieb macht seine Sache richtig gut. Er arbeitet sehr oft elektrisch, auch bei leerer Antriebsbatterie. Und er schafft es halt auch wirklich eben diesen Komfortanspruch schön zu untermauern mit diesem elektrischen, ruhigen, entspannten Fahren. Das passt also meiner Meinung nach, passt hier der Plug-in-Hybrid unheimlich gut zum C5X. Ja, wer den Wagen gerne auf Langstrecken bewegt, der wird sicherlich noch einen Diesel vermissen, da bin ich mir sicher. Oder eine vollelektrische Variante mit so einer 70, 80 Kilowattstunden Batterie würde ihm sicherlich auch gut stehen. Aber die Frage ist jetzt, was haben wir denn eigentlich elektrisch geschafft an Reichweite? Mit der 12,4 Kilowattstunden zur Verfügung stehenden Antriebsbatterie habe ich jetzt auf meiner Verbrauchsrunde eine Reichweite von 51 Kilometern rein elektrisch absolvieren können. Im Vergleich zum selben Antriebsstrang im Peugeot 308 Kombi, der da eben 64 Kilometer geschafft hat, ist das einfach mal so ein bisschen paar Kilometer weniger. Aber das liegt sicherlich auch einfach daran, das Auto ist einfach noch mal schwerer und einfach nicht ganz so windschnittig optimiert wie vielleicht der Peugeot 308. Und das ist auch meiner Meinung nach völlig ausreichend. Am Ende war es dann ein Verbrauch von 3,3 Litern mit eben einer vollen Antriebsbatterie. Mit leerer Antriebsbatterie waren es 5,7 Liter. Das finde ich auch sehr gut. Man kann den Wagen auch auf Langstrecke, wenn man ihn sehr ruhig bewegt, nicht über die 140 großartig drüber, dann kann man den Wagen auch locker mit um die 6 Liter plus minus Verbrauch fahren. Und das finde ich für ein solch großes und durchaus komfortabel und schweres Fahrzeug richtig gut. Interessant wird es jetzt natürlich sein, wie Citroën mit dem Wegfall der Plug-in-Hybrid-Förderung mit dem C5X verfährt. Denn es gibt ja nur eben diese zwei Antriebsvarianten, den PureTech 130 Dreizylinder-Benziner oder eben den Plug-in-Hybrid hier. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zum Citroën C5X unten in die Kommentarbox. Wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like und ein Abo des Kanales freuen. Und vielen Dank fürs Reinklicken heute bei diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder hier bei Ubi Tested auf dem Kanal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.